Hallo, hier ist Imke, eure Hochspringerin, und wir beginnen heute mit der ersten von vielen Home Challenge, die angelehnt an die Kinderleichtathletik sind. Und wie ihr wahrscheinlich erwarten könnt, übernehme ich den Blocksprung. Viel Spaß! So, lasst uns beginnen. Wir fangen an mit der Aufwärmung. Und zwar joggen wir 30 Sekunden lang auf der Stelle. So, jetzt geht's weiter mit Hampelmann, 30 Sekunden lang. Jetzt, wo wir uns ein bisschen aufgewärmt haben, geht's ans Dehnen. Und dafür setzen wir uns auf den Boden. Und zwar, ihr zieht das Bein hier ein bisschen an den Körper ran, habt das andere Bein gerade gestreckt und versucht, den Rücken relativ gerade zu halten. Und dann dreht ihr die Füße nach rechts. Genau, jetzt wechseln wir die Seite, nach links drehen. Genau, und jetzt strecken wir die Füße nach hinten zu dem anderen Fuß und ziehen sie wieder zu uns heran. Jetzt geht's an die andere Seite. Jetzt, wo wir die Füße aufgewärmt haben, stellen wir uns wieder hin. Und stellen die Füße parallel gegenüber auf und versuchen mit den Fingerspitzen an die Zehenspitzen zu kommen und ein bisschen die Rückseite zu dehnen. Ihr könnt da ruhig ein bisschen wippen, ganz wie ihr euch da fühlt. Dann könnt ihr mal ein Bein knicken und das gleiche machen zur rechten Seite, zur linken Seite und nochmal andersrum. Okay, eine Übung haben wir noch. Ihr stellt euch dafür auf ein Bein und versucht, das andere Bein mit der Ferse an den Po zu führen und dabei mit der Hand den Fuß zu umfassen. Als nächstes kommt das Springseilchen-Springen, und dafür braucht ihr gar nicht unbedingt ein Springseilchen, sondern könnt es auch so auf der Stelle machen. Ich zeige euch einfach mal wie. So, und jetzt geht's ans Springen. Ihr schnappt euch euer Springseil, aber ist auch nicht unbedingt nötig. Und los geht's. Versucht beim Seilchenspringen ganz aktiv zu springen und die Füße anzuziehen. Für die Hauptchallenge braucht ihr dann drei Sockenpaare. Die legt ihr erst zusammen und faltet sie dann zusammen. So, jetzt
Jetzt haben wir hier unsere drei Sockenpaare bzw. Stachelhölzer und legen sie hier an unsere Startlinie. Und jedes Mal, wenn der Durchgang beginnt, schnappe ich mir ein paar Socken, mein Stachelholz, und dann beginnt diese Übung. Zuerst nimmt man eine Socke in die Hand und springt dann mit dem rechten Fuß links und rechts vom Seil entlang, legt die Socke ab und dann springt ihr wieder zurück zum Ziel. Im Ziel angekommen, nehmt ihr das zweite Sockenpaar und springt dann, genauso wie mit dem rechten Bein, mit dem linken Bein, legt die Socke ab und springt wieder zurück. Im Ziel angekommen, nehmt ihr das dritte Sockenpaar und springt dann beidbeinig rechts und links entlang des Seils, legt das Sockenpaar ab und springt wieder zurück zum Start und habt dann es geschafft. Und das war dann die Challenge. So, und jetzt haben wir unsere Arbeit gemacht und jetzt wird ein bisschen runtergekühlt und dafür setzen wir uns wieder auf den Boden, ziehen die Beine zu dem Oberkörper hin und rollen ein bisschen hin und her, hin und zurück, hin und zurück. Könnt dabei auch die Augen schließen. Und dann legt ihr euch auf den Rücken, habt die Arme so neben euch und versucht jetzt mit etwas Schwung die Beine hochzunehmen und euch und mit den Armen beim Rücken zu unterstützen und die Beine in die Luft zu strecken. Versucht euch so groß zu machen, wie es geht. Könnt ihr noch ein bisschen mit dem Bein Fahrrad fahren. Dann dürft ihr, wenn ihr die Beine zu euch zieht, so runterrollen. Und dann habt ihr es geschafft. So, jetzt sind wir fertig. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Und schickt fleißig Videos und Bilder an die jetzt eingefügte E-Mail-Adresse. Und danke für eure Teilnahme. Bleibt gesund. Bis bald.